Hi, ich bin Peggy und ich finde, die Corona-Stay-Home-Zeit hat durchaus auch positive Seiten. Nämlich, wir können Dinge tun, zu denen wir sonst einfach nie die Zeit und die Ruhe haben und uns der Sache mal in aller Ruhe widmen. Und ich habe mir da das Thema ausgesucht, Sauerteig einsetzen, diesen Mythos, und weil das so kompliziert wäre, ein Starter braucht und so weiter, braucht man nicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich würde das gerne mit euch machen. Und zwar würde ich euch vorschlagen, dass ihr heute die Sachen besorgt, morgen am Sonntag anfangt, den Sauerteig anzusetzen, sodass wir nächsten Sonntag backen können. Ihr braucht nichts Besonderes dazu. Ihr braucht eigentlich nur Roggenmehl dazu. Alles andere habt ihr im Grunde. Okay. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Wäre super. Okay, lasst uns anfangen. Ich erzähle euch, was ihr braucht. Ihr braucht Bio-Roggenmehl, nicht zu alt. Ich nehme das hier. Ihr braucht ein Schraubglas. Habt ihr wahrscheinlich im Haus. Wenn nicht, könnt ihr auch einfach eine Tasse nehmen, ist eigentlich egal, und einen Teller drauflegen. Und ihr braucht einen handwarmen Ort. In meinem Fall ist das ein Fondue-Topf. Das kann aber auch die warme Stelle hinterm Kühlschrank sein oder eure Zentralheizung. Ist eigentlich egal. Es darf halt nur nicht heißer sein als handwarm, weil dann sterben die Bakterien ab. Und es darf aber ruhig auch mal zwischendurch ein bisschen frischer sein. Dann geht halt die Fermentierung etwas langsamer. Insgesamt brauchen wir nämlich 4,5 Tage etwa, bis der Sauerteig fertig ist. Okay, also, wenn ihr heute einkaufen geht, besorgt euch Bio-Roggenmehl und dann fangen wir an. Morgen Mittag einen Sauerteig anzusetzen. Ich zeige euch die Anleitung und am nächsten Sonntag backen wir. Okay, was soll ich sagen? Stay home, mach Sauerteig, back Brot. Alles Gute und bis morgen.